Als nächste Rednerin am Wort Anneliese Kitzmüller von der FPÖ. Ein paar Zuhörer, werte Kollegen. Über Qualität von Anfragen oder, sage ich einmal, Antworten kann man streiten. In diesem Fall kann ich aber sagen, dass ein Niveau der Kindergärtner sicherlich nicht gehoben wird oder der Kindergartenpädagogen, wenn wir das genau ausdrücken wollen, nicht gehoben wird, wenn wir jetzt das akademisch machen, das Studium oder diese Betreuung der Kinder. Wir müssen die Kindergartenpädagogen motivieren. Wir müssen ihnen die Qualität der Arbeit, wir müssen ihnen die Qualität in den Kindergärten ermöglichen, die sie benötigen. Das heißt, wir müssen Kindergartengruppen kleiner machen. Der Ansatz ist ja schon da. Wir müssen ihnen die Räumlichkeiten bieten, um hier tatsächlich frei und ungestört mit den Kindern arbeiten zu können. Das sind einmal vorrangig Punkte, die wir den Kindern und den Kindergartenpädagogen hier ermöglichen müssen. Wenn wir uns anschauen, eine akademische Ausbildung, haben wir festgestellt, die neuen Mittelschulen haben akademisch ausgebildete Professoren. Und wie schaut das Niveau dort in den Schulen aus? Jede Hauptschule noch schlägt das Niveau der Ausbildung in den neuen Mittelschulen bei weitem. Wir haben diese Umfragen ja gehört und die Studien gibt es ja, dass da eben das Niveau nicht unbedingt damit gestiegen ist, dass wir dort akademisch ausgebildete Lehrer, Professoren haben. Aber die Entlohnung, glaube ich, ist ja auch ein großer Punkt, womit wir die Kindergartenpädagogen motivieren können. Die Entlohnung der Kindergartenpädagogen ist ein Punkt, der hier anzustreben ist, der höher werden muss. Die eben dann haben wir auch eventuell ein paar Männer, die sich bewerben, um hier Kindergartenkinder zu betreuen und ihnen hier zu helfen. Wenn wir uns aber anschauen, hier dieses Gesetz der Gleichbehandlung, oder ich möchte hier nicht sagen, dieses Gender-Wahn-Gesetz, das möchte ich hier nicht ausdrücken, aber wenn wir das anschauen, es sollen die Frauen bevorzugt werden, wenn sie sich hier bewerben bei Kindergartenpädagogen. Na, wenn wir Frauen bevorzugen, wo haben wir denn dann die Männer? Die sind ja dann tatsächlich benachteiligt. Und hier muss man hier eine Lanze für die Männer brechen, indem man sagt, warum sollen da nicht Männer in dem Fall bevorzugt eingestellt werden, statt eben den Frauen, wenn wir schon sagen, wir wollen, dass mehr Männer unsere Kinder betreuen in den Kindergärten. Und was haben wir noch etwas hier? Wir haben ja das Problem, dass innerhalb der ÖVP eine gewaltige Uneinigkeit besteht. Wir haben hier die ÖVP-ehemalige Staatssekretärin, Familienstaatssekretärin Marek, die hier das als eine besonderen Schritt sieht, dass eben hier ein Studium erfolgen soll. Dann haben wir den Wissenschaftsstaatssekretär Marer, der auch gemeint hat, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass hier ein universitäres Studium abgeschlossen werden muss. Und dann haben wir die Frau Minister, die das Ganze wieder zurückgepfiffen hat und sagt, naja, so ist es auch wiederum nicht gemeint. Also wie soll das jetzt werden und was soll daraus werden? Aber na, natürlich, immer. Aber wie schaut das jetzt aus? Haben wir dadurch, dass wir ein universitäres Studium für unsere Kindergartenpädagogen haben, dadurch eine bessere Betreuung? Haben wir sicherlich nicht. Wir müssen die Kindergartenpädagogen motivieren durch eine bessere Bezahlung, durch bessere Voraussetzungen in den Kindergärten und, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, durch eben das Mithelfen bei den Rahmenbedingungen für die Kindergärten, bei den Voraussetzungen, dass die Gemeinden eben die schaffen müssen, dass die Kindergärten ein besseres Auskommen haben und nicht ständig Bittsteller in den Gemeinden oder sonst wo sind, um eben auch hier pädagogische Mittel für die Kinderbetreuung und für die Kinder eben zu erreichen. Und daher sind wir der Meinung, dass da eine pädagogische Ausbildung sehr wohl angebracht ist, universitäre Ausbildung nicht zwingend notwendig ist. Und wie soll es denn dann weitergehen bei den Tageseltern, Tagesmütter, Tagesväter? Müssen die dann in Zukunft auch ein universitäres Studium abschließen, um Tageseltern zu werden? Also das wird dann daher sicherlich noch eine interessante Diskussion. Und darauf werden wir uns freuen, mit Ihnen zu diskutieren. Die Entlohnung von Kindergartenpädagogen müsse besser werden, fordert Anneliese Kitzmüller, Familiensprecherin der FPÖ.